So, wo gehen wir als nächstes rein? Windhafen? Kristallgletscher? Ach, gehen wir erstmal in den Windhafen. Weg da. Na, das ist aber ein fieser Drecksack. Okay, da müssen wir mal regeln, glaube ich. Ups. Na, darunter scheint es nicht zu gehen. Entschuldige das Chaos, Spyro. Wir werden gerade von einer Landrattenplage heimgesucht. Erst haben sie die Flammen unserer Kessel gelöscht und jetzt auch noch unser Schiff lahmgelegt. Wenn du die Feuer unter den Kesseln wieder entfachst, kommst du sicher zum Schiff. Der Dampf aus den Kesseln aktiviert unsere höchst fortschrittlichen Maschinen. Höchst fortschrittlich. Na gut, dann wissen wir ja Bescheid. Oder auch nicht. Ach so, ja doch, hier, klar. Ich hab's ja gerade gesagt. Wow, die sind ja wirklich hochmodern. So, was ist hiermit? Geht doch. Na, wir müssen einen doch erwischen, komm schon. Yes, man. Die Kiste nehmen wir natürlich auch direkt mit. Ist da noch einer? Nicht gerade die beste Methode, die ich hier anwende, aber naja. So, ich glaube, von hier kriegen wir keinen mehr.
Na, ihr seid doch Mistkerle. So, ich habe hier so eine Art Fähre aktiviert. Mhm. Da kommen wir gleich zu. Die Landratten haben überall im Hafen diese Stachelminen verteilt. Wenn du sie beseitigst, kriegst du diese Kugel, die ich gestern in einer Buschel gefunden habe. Schieß die schwebenden Minen ab. Ah, davon haben wir ja schon ein paar. Ach so, die ich von da hinten abgeschossen habe, die sollte ich eigentlich mit dieser Kanone abschießen. Ups. Naja, auch nicht schlimm. Und das ist der letzte. Yeah! Danke, Spyro. Hier ist die versprochene Kugel. Tut mir leid, falls sie noch klebrig ist. Benutzen wir mal dieses Katapult, das es gar nicht erwarten kann. Yeah. Ey, nicht abhauen hier. Dieser Drecksack. Guckt euch den mal an. Flott ist er auch noch.
Danke, dass du unser Schiff flott gemacht hast, Spyro. Jetzt können wir unseren Gegenangriff auf C4 fortsetzen. Nimm diesen Talisman als Dankeschön. Oh, wir greifen C4 an. Okay. Haben wir jetzt hier eine Seite im Krieg unterstützt? Ich gehe mal zu diesem Power-Up. Oh. Ein Glück, dass du hier bist. Meine Maschinen sind kaputt und die Zahnräder für die Reparatur sind überall auf den Gleisen verstreut. Kannst du auf das Rollbrett springen und sie einsammeln? Sammle 50 Zahnräder mit dem Rollbrett. Ja, das machen wir gleich. Erstmal sammeln wir hier noch den Rest ein. Ach, das ist auch so eine wirklich schlimme Aufgabe. Okay, so weit, so gut. Ach, Mann. Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Wechsle die Spur und feuer die Kanone mit Angriff ab. Na gut. Sammle 50 Zahn, bla, haha. Ja, wissen wir eigentlich schon alles. So. Auf ein neues. Mann. Hast du Probleme mit dem Roll? Trouble with the trolley, eh? Komm schon, Eddie, jetzt konzentrierst du dich ein wenig und dann ist das auch ein Klacks für dich. Ich bin schon wieder zu spät gesprungen. Hast du Probleme? Knifflige Stelle. Die Zahnräder schnappen wir uns, wäre doch gelacht mit dem Rollbrett. Mann. Hast du Probleme mit dem Roll? Kein Wunder, dass das so ein Meme geworden ist. So, jetzt nicht wieder zu früh abbiegen. Sehr gut. Mehr davon. Jetzt habe ich ein Zahnrad verpasst, ne? Unfassbar.
Loot, dann machen wir noch eine Runde. Ob ich diese kleinen Kisten auch abschießen kann? Nee. Hast du Probleme mit dem Rolb? Puh. Ich hatte das noch in Erinnerung gehabt, hier diese Aufgabe, dass das eine der schlimmsten und schwierigsten Aufgaben hier in diesem Spiel ist. Und das scheint auch in der Tat so zu sein. Okay, das war sehr gut. Die TNT-Kisten können wir wenigstens wegballern. Ach Mann. Ich weiß, wo die letzten sind. Da müssen wir aber jetzt gleich wieder nach rechts. Ah, Mann, was? Hast du Probleme mit dem Rolb? Boah, ich bin aber auch ein Depp, ey. Mann, Mann, Mann. Da lief es schon so gut. Naja, wenn man keine Probleme hat, macht man sie sich eben selber, ne? Oh, Mann. Ach, nicht schon wieder die kleinen Kisten. Mhm. Das läuft doch gar nicht mal so schlecht. Boah. Gute Arbeit, Spyro. Jetzt kann ich meine Maschinen reparieren. Hier, für das Ding ist kein Platz mehr in meinem Werkzeugkasten. Wieso nicht gleich so? Gut. Hätten wir schon mal alle Kugeln. Wo haben sich denn noch die Edelsteine versteckt? Da hinten war was am Glitzern. Ich schau mal vorbei, was da so ist. Ui. Das macht Spaß. Ach, aus der stabilen Kiste, genau. Perfekt. 100% des Levels. Dann können wir... Hey, 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 Moment, Moment, Moment. Vielleicht gibt es hier auch irgendwelche Aufgaben. Nee. Hier gab es nichts. Schade. Übrigens haben wir hier auch wieder eine Kunstgalerie freigeschaltet. Der scharlachrote Echse. Die Ziege ist cool. Mhm.
Oh je, Romeo und Julia. Julia und Romeo, so. Na gut, dann können wir auch wieder zurück. Schließlich haben wir hier alles. Yeah.